Wann gilt eine Elektrik als veraltet? Wann muss sie vielleicht auch zwingend erneuert werden, weil Gefahr für Leib und Leben ausgeht aus einer alten Elektrik? Damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 Bauschäden mit Marc und Marc. Ich begrüße wieder Marc und Marc. Schön, dass ihr noch dabei seid. Vielleicht könnt ihr einmal das Thema Elektroinstallation umreißen. Was beinhaltet das? Was versteht man gemeinhin grundsätzlich unter einer Elektroinstallation? Ja, gut. Die Thematik Elektroinstallation ist auch dahingehend wiederum ein extrem charmantes, komplexes Thema. Vor allen Dingen gerade im Altbau, wo wir schnell mal eine Elektrik vorfinden, die größer 30 bis 40 Jahre alt ist und dann Entscheidungen getroffen werden müssen, greift die überhaupt noch der Bestandsschutz, ja, oder muss ich dementsprechend dann schon wirklich hier Hand anlegen und die Elektrik nicht nur partiell erneuern, was wir natürlich immer versuchen, ne, das ist ja für uns gerade kriegsentscheidend für den Einkauf und nachher für die Teilsanierung, dass wir einen ordentlichen Rohgewinn erwirtschaften, immer unter der Einschätzung und auch der Normen, ne, das ist ganz klar, die DIN, die erfüllt ist, da kommen wir auch gleich sicherlich nochmal in Extenso drauf zu. Und das heißt also, die Installation grundsätzlich, die Elektrik kommt irgendwo unten im Haus an, am Hausanschluss wird dann hochgeführt durch, ich sag mal, durch wahrscheinlich so Verteilerkästen oder Bewirtschaftungskästenstränge hochgeführt, bis dann sie in der Wohnung ist und von dort wird sie dann nochmal verteilt über eine Unterverteilung an die einzelnen Stellen. Ne? Darauf wolltest du hinaus. Okay, ich war jetzt schon eigentlich in der Wohnung als solches. Ja, ganz genau. Ja. Nee, also ich bin da nicht der Experte, deswegen einfach nochmal, was es umfasst. Also gelten da auch jetzt die Schalter mit dazu oder die Steckdosen selbst oder ist damit jetzt mit der Elektroinstallation tatsächlich nur die reinen Leitungen gemeint und die, wie die verkabelt sind? Ja, nee, absolut. Du hast es schon gerade richtig umfasst. Das umfasst natürlich dementsprechend alles. Also Schalter, Steckdosen, Leitungen, Unterverteilung. Das ist natürlich alles die Elektroinstallation als solches. Die Frage überhaupt, ob ich überhaupt einen Starkstromanschluss habe im Haus, im Keller. Ja? Habe ich den dann auch womöglich überhaupt auch in der Wohnung? Das ist sicher ein Thema. Da kann man einen Blick in die Unterverteilung werfen, aber man müsste die auch dann dementsprechend diese Schutzhülle öffnen, was wir gar nicht dürfen in dem Moment. Insofern ist auch da angeraten, einen Fachmann zu konsultieren. Gleiches, ne, wie auch eben gesagt, sprich ein Sachverständiger zur mündlichen Begutachtung heranziehen, wirklich nur mündliche Begutachtung, der sich beschränkt auf eine Beratung, um einfach nicht die Kosten explodieren zu lassen, wird da einschätzen können. Das kann auch dementsprechend natürlich ein Elektrikermeister sein, den man da mitnimmt und vielleicht auch dann dementsprechend, falls was getan werden muss, dann auch einhergehen mit einem Auftrag dann bedingt. Also das ist sicherlich eine Hand wäscht die andere. Aber es ist wichtig, da zu wissen, welche grundsätzlichen Begebenheiten habe ich, mit denen ich nachher operieren kann. Und ist die halt dementsprechend schon augenscheinlich schon so alt? Ne? Also da haben wir das klassische Bild der Unterverteilung in Form von vielen schönen Drehsicherungen. Das heißt, ihr habt eigentlich zwei Anhaltspunkte, um das zu bewerten. Einmal das Alter grundsätzlich, wie alt ist die Elektrik? Dass man sagt, die ist 30, 40, 50 Jahre alt, dann ist das ein Anhaltspunkt, dass man da gegebenenfalls was machen muss, möglicherweise sogar dringend. Und der andere Anhaltspunkt ist der Blick in den Sicherungskasten, um anhand der Sichtung des Sicherungskastens zu bewerten, wie alt sind da eigentlich die Sicherungen, die da drin sind. Weil alles andere liegt ja wahrscheinlich unter Putz. Ich sage mal, wenn es über Putz, dann wäre das ja auch wieder ein Zeichen, da vielleicht aktiv werden zu müssen. Da kommen wir gleich sicher drauf.
Aber wenn es, ich sag mal, Unterputz ist, dann hat man ja eigentlich nur diese zwei Anhaltspunkte, wenn man in eine Wohnung, in ein Objekt reinkommt, um das jetzt im ersten Moment mal beurteilen zu können. Weil wahrscheinlich haben die wenigstens direkt einen Elektriker dabei, um da mal näher reinzuschauen. Ja, genau. Also ein wichtiges Indiz sind diese beiden Punkte. Ein weiteres Indiz wäre sicherlich, wenn ich ganz, ganz wenig Schalterchen, also sprich Sicherungen, finde, dann ist das, wenn es nicht gerade jetzt eine Einraumwohnung ist, aber auch da müssten schon mindestens eine Handvoll von diesen Sicherungsautomaten vorhanden sein, wenn nicht gar mehr. Da kommen wir auch gleich zu, um überhaupt da auf eine aktuelle Situation zu kommen. Das ist sicherlich entscheidend. Also man kann das gleich nochmal vielleicht ein bisschen näher darauf eingehen und mal für den Laien mal durchzählen, was man zum Beispiel alleine in so einer Küche braucht heute an Strombedarf, herkömmliche Situation. Du hast gerade angesprochen, die Drehsicherung. Lass uns direkt mal reingehen zu einem, in ein Praxisbeispiel. Ihr habt wieder ein paar Bilder mitgebracht. Jetzt Bild 1. Auf diesem Bild sehen wir, beziehungsweise was sehen wir auf diesem Bild? Ich sehe da mehrere Kästen übereinander, nebeneinander und kann jetzt eigentlich nur sehen, es scheint sehr, sehr alt zu sein. So sieht's aus. Also ich bin selber kein Elektrikermeister, aber dass hier die Anlage größer 40 Jahre alt ist, dafür muss man kein Elektriker sein. Die ist halt wirklich Asbach-uralt. Hier haben wir halt das primäre Thema, das wird jetzt auch ein Laie nicht wissen, dass wir dementsprechend halt auch dann nur zweiadrige Elektrik vorliegen haben. Das heißt also, wir haben nur Phase- und Nullleiter und dementsprechend mit Sicherheit hier keinen Schutzleiter, keine Erde. Und da stellt sich eben immer die große Frage, weil viele sagen, was haben wir hier? Haben wir hier jetzt wirklich noch Bestandsschutz? Ja, das ist ein Kernthema, womit auf jeden Fall der Fix und Flipper und auch derjenige, der sich mit Bestandsaufbau beschäftigt, unbedingt näher beschäftigen sollte. Was bedeutet, Entschuldigung, wenn ich da eingreife, was bedeutet Bestandsschutz? Also ich komme in eine Wohnung rein und sehe sowas und setze mich jetzt mit dem Thema Bestandsschutz auseinander. Was bedeutet das? Also Bestandsschutz ist immer da gegeben, wo ich im Prinzip eine formelle und materielle Gesetzmäßigkeit habe. Heißt mit anderen Worten, wenn zu dem Zeitpunkt des Errichtens unter gültigen damaligen dann DIN oder VDE-Bestimmungen, wenn diese diesen Vorschriften entsprochen hat und die genehmigt worden ist, dann habe ich grundsätzlich erstmal Bestandsschutz. So. Und es muss im Prinzip in Folgenormen oder anderen Regelwerken, darf dann dementsprechend auch keine Anpassung an den aktuellen Stand der Technik gefordert worden sein. Und das ist eigentlich das Kernproblem hier. Ne? Weil schlussendlich werden die DIN immer schärfer, die Anforderungen an die Elektrik werden immer schärfer. Wir haben immer einen höheren Strombedarf. Ne? Früher hatte man keine vier Platten, die man bedienen musste, ganz früher, und ein dementsprechend Ofen. Man hatte keinen Wasserkocher, keinen Toaster, keine Mikrowelle. Das sind alles erhebliche Stromfresser. Wir hatten keinen Trockner, wahrscheinlich auch ganz früher keine Spülmaschine. Eine Waschmaschine gab es dann dementsprechend vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt. Und das führt einfach dazu, dass dann eben ein erhöhter Strombedarf vorliegt. Wir haben hier nicht nur zweiadrige Elektrik, sondern wir haben dementsprechend auch dünnere Leitungen. Ne? Heute nimmt man für den normalen Strombedarf 1,5 Quadratmillimeter Leitung im Querschnitt, der Leitungsquerschnitt. Da sind das dann dementsprechend, man sieht zwar so ein paar, die vielleicht da angepasst worden sind, aber in der Regel nur ein Quadratmillimeter Querschnitt. Und das heißt also, da kann gar nicht so viel Strom oder sollte zumindest nicht so viel Stromlast durchlaufen. Die neue DIN sagt auch maximal 2000 Watt pro Kreislauf und dementsprechend
kann ich da diese Lasten, die heute einfach da sind, hier auf diese Anlage einfach nicht draufgeben. Das würde dann dementsprechend, kann zu Kurzschlüssen oder wird zu Kurzschlüssen führen, kann zu Schmorbränden führen, also dann dementsprechend Lebensgefahr. Und das ist eben der Punkt, dass eben diese Anlagen dann eben diesen Folgenormen, den Regelwerken heute nicht mehr standhalten können. Ich müsste also jetzt im Mietvertrag reinschreiben, dass er am besten eigentlich gar nichts darf. Also er darf keinen Ofen betreiben, er hat dann vielleicht nur dementsprechend dann 2 bis 4 Platten, die dann auch unterschiedlich... Keine Verlängerungssteckdosen wahrscheinlich, eine Mehrfachsteckdose und sowas. Ne? Das führt ja auch noch dann zu einem Verlust. Das ist sowieso ein großes Problem auch. Aber ich kann im Prinzip keine Spülmaschine integrieren, keinen Trockner, außer man ist jetzt hier ein super Profi oder so. Aber wie gesagt, für den normalen Otto Normalverbraucher ist das ein No-Go. Also wir sind... Das heißt, wer so... Entschuldigung. Ne, bitte, bitte. Wir sind immer selber überrascht, wie oft es noch solche Arten von Elektrik gibt in Gebäuden. Ne? Also obwohl auch Mieterwechsel in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Also da wird überhaupt nicht drauf geachtet seitens der Vermieter. Ne? Da zieht ein Mieter zieht aus, ein neuer zieht ein und es bleibt einfach so. Also so von Sorgfaltspflicht des Vermieters ist da überhaupt gar keine Rede. Und da weiß ich manchmal auch nicht, was die sich dabei denken, auch wenn wir Wohnungen kaufen und dann mal dieses Thema ansprechen, dann wird auch immer schnell gesagt, ja, weiß ich nicht. Und wie Marc gerade schön gesagt hat, ja, es gibt ja einen Bestandsschutz und mit dem dezenten Hinweis, dass der ja in der Form gar nicht so besteht, sagen die dann immer ganz schnell, aha, okay, ja, ja, weiß ich nicht. Allein schon hier, ich sehe hier Leitung auf Putz. Ne? Also das ist eigentlich schon ein Punkt, der extrem fragwürdig ist, wo ich sagen würde, aus meiner Sicht erlischt hier schon der Bestandsschutz. Ne? Bei Leitung auf Putz, da habe ich dementsprechend, stellt euch mal vor, da ist ja nichts geschützt. Also wenn es hier einen Funkenflug gibt oder ähnliches, durch beschädigte Anschlüsse an Schaltern, an Verteilerdosen, an Steckdosen, da habe ich Gefahr für Hausbrand. Ne? Also dementsprechend, das ist einfach ein Punkt, wo ich dann auch, und jetzt muss ich aufpassen, auch wahrscheinlich gar keinen Versicherungsschutz mehr haben würde, wenn was passiert. Ne? Das heißt, du hast gerade angesprochen, Marc, wenn ihr so, euch so ein Objekt anschaut, findet sowas vor und der Verkäufer sagt, ja, das ist ja Bestandsschutz oder hat halt nichts dran gemacht, dann scheint das ja erstmal auf den ersten Blick, als ob so der schwarze Peter einfach weitergegeben wird an den nächsten Käufer, kümmer du dich darum. Aber genau da ist dann auch wiederum die Chance, dass man das Problem sieht und in dem Falle wäre dann aber jetzt von eurer Seite die Elektrik komplett auszutauschen. Ne? Korrekt. Nicht nur unkorrekt. Und ich kann das so schwer erkennen. Ist das jetzt tatsächlich die Elektrik im Wohnraum oder ist die irgendwo im Keller so vorhanden? Nein, die ist tatsächlich im Flur, angrenzend zur Küche. Also die ist im Flur. Ja. Das ist in diesem Fall war das ein Einfamilienhaus. Und da hat man ja alles auch dementsprechend immer sofort griffbereit gehabt. Okay, also hier ein ganz klares Zeichen, einen Rundumschlag zu machen und einmal, ich sag mal, das Phantomkommando reinzuschicken und die Elektrik komplett zu erneuern. Ganz genau. Wir schauen uns einen Sicherungskasten an, ein Bild, das ihr mitgebracht habt, wie man es auch häufig vorfindet, ich auch in vielen Besichtigungen so eigentlich vorfinde. Ist das jetzt ein Sicherungskasten, von dem man Rückschlüsse ziehen kann auf den Stand der Elektrik, wenn man so reinschaut? Das sind ja jetzt, ich sag mal, mehr als eine Handvoll Automaten verbaut. Die Sicherungen sind auch, so wie es scheint, beschriftet. Ich kann das schwer erkennen, aber es sieht so aus. Was geht euch durch den Sinn, wenn ihr diesen Sicherungskasten seht? Ist das jetzt ein Indiz davon, dass man da tiefer reinschauen muss oder ist das eher schon, das sieht schon halbwegs ordentlich aus? Also grundsätzlich ist das ja schon mal so ein Thema, wo dann viele schon mal denken, super, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ne? Da sind schon mal genügend von diesen schwarzen Knöpfen und wo auch dann viele Eigentümer, Makler
auch teilweise sagen, ja, Elektrik ist auch noch alles okay, braucht erstmal auch nichts gemacht werden. Aber beim genauen Hinsehen fällt beispielsweise ein Punkt schon mal auf, also sind viele schwarze Knöpfe, aber es fehlt der entscheidende, das entscheidende Element, dieser sogenannte FI-Schalter, also dieser Fehlerstrom-Schalter, der dann auch entsprechend rechtzeitig abschaltet und ja, Lebensgefahr auch verhindert im Ernstfall. Das heißt, der FI-Schalter schaltet den kompletten Stromkreis. Ja, ganz genau. Also der FI-Schutzschalter, also der hat ja mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Namensgebungen hier, ist in dem Fall extrem vielfältig. FI-Schutz, RCD oder eben einfach nur Fehlerstrom oder Differenzstrom-Schutzschalter. Und das ist der entscheidende Punkt. Der Schutzschalter, der schaltet eben bei gefährlichen Fehler, also bei gefährlichen hohen Fehlerstromen, schaltet er im Prinzip gegen Erde die Spannung ab. So, das heißt also, wir brauchen eine Erde. Ja? Das ist ganz wichtig. Hier wird es sich um eine dreiadrige Elektrik handeln. Das heißt, dementsprechend habe ich eine Erde und hier werde ich auch einen FI-Schutz wahrscheinlich nachrüsten können. So. Aber das macht einfach Sinn. In diesem Fall könnte der Bestandsschutz durchaus noch greifen. Ja? Die ist zwar sicherlich auch an der Kante, irgendwo zwischen 30 und 40 Jahren, die Elektrik, aber zumindest könnte man dem Bedarf, der heute gefordert wird, wahrscheinlich auch nicht unmittelbar durch eine Kernsanierung, durch eine Kompletterneuerung der Elektrik wahrscheinlich dann auch durchaus erfüllen. Ich habe das Bild irgendwie vorhin noch in groß gesehen. Wir haben also beispielsweise, wenn man es groß zoomen würde, dementsprechend eben drei Absicherungen, drei Automaten für Herd, Ofen und wir haben drei Automaten, Absicherungen für den Durchlauferhitzer. Das ist also zumindest erstmal vom Gefühl her für den Laien, dementsprechend, der sich nicht alltäglich mit Elektrik beschäftigt, schon mal ein gutes Indiz, dass das zumindest schon mal augenscheinlich in Ordnung ist. Das sollte natürlich auf jeden Fall ein Fachmann dementsprechend überprüfen. Und auch da, bei dieser Elektrik ist immer sicherlich, solange man dann nicht selber extrem viel Erfahrung bekommen hat, um einzuschätzen, was kostet das, ne? FI-Schutz nachrüsten, um ein Beispiel zu nennen, wird um die 200 Euro, 250 Euro kosten. Falls es so machbar, umsetzbar ist, dann dementsprechend ein E-Check, der einhergeht, das sollte man auf jeden Fall immer machen, das machen wir immer bei jedem Kauf, führen wir einen E-Check durch, um uns einfach abzusichern. Und zwar egal, ob ich Fix and Flip mache, egal, ob ich Buy and Hold mache, egal, ob es vermietet ist. Wir führen das durch, um einmal zu sehen, ob alles in Ordnung ist, Punkt 1, Punkt 2 und um uns zu enthaften. Es gibt eine grundsätzliche Bestimmung, dass alle 5 Jahre eigentlich die Elektrik überprüft werden müsste. Macht in der Regel kein Mensch. Ja? Aber zumindest sollte man das dann machen. Wenn man erworben hat, dann hat man es einmal weg. Und dementsprechend auch sicherlich gegenüber späteren Problemen mit Versicherungen dann auch einen guten Stand, dass man sagen kann, ey, ich habe hier vom Meister die Elektrik überprüfen lassen, ich habe ein Prüfsiegel in meiner Elektrik, in meiner Unterverteilung und kann mich zumindest erstmal partiell enthaften. Ja, für den Laien, ist sowas ja grundsätzlich auch schwer einzuschätzen. Deshalb empfehlen wir da auch immer, gerade auch vor dem Erwerb, um auch mal einen Überblick zu bekommen, was vielleicht auch an Kosten anfallen können, dass man dann auch jemanden mitnimmt, der sich mit dem Thema auskennt. Also es muss ja jetzt kein Elektromeister sein, aber zumindest jemand, der sich mit dem Thema auskennt, der vielleicht auch mal 2, 3 Steckdosen prüft
und die mal aufschraubt, weil dahinter verbirgen sich teilweise auch ganz komisch. Schadhafte Kontakte, schadhafte genau. Isolierungen. Ja, man muss sich ja vorstellen, so ein Kontakt, so ein Schalter, der hat ja auch nur eine begrenzte Lebenszeit. Die haben ja die Schaltfrequenzzahlen und eine begrenzte Zahl und irgendwann sind die mal durch. Ne? Und wenn man die dann nicht austauscht, dann können dann auch dementsprechend irgendwann mal auch dann Schmorbrände entstehen, das Ganze schmoren und dann eben zum Hausbrand führen. Insofern ist das schon wichtig, dass man da einfach einen E-Check macht. Überhaupt grundsätzlich beim Altbau, ne, würden wir immer empfehlen, dass wir diese drei Themen, also gerade eben die Themen des Bestandsschutzes, also Leitung auf Putz, separate Stromkreise fehlen meist. Ne. In dem Fall haben wir zumindest schon mal für den Durchlauferhitzer und für den Herdbereich da eine adäquate Absicherung wahrscheinlich. Aber das geht ja noch viel, viel weiter heutzutage. Ne? Und eben die Leitungsquerschnitte, dass die dann dementsprechend auch überprüft werden, um die entsprechenden Stromlasten zu führen. Ja, aber das Hauptproblem hier ist aus meiner Sicht trotzdem der FI-Schalter. Also normalerweise kann ich diese... Du bist aber nicht verpflichtet, vom Bestandsschutz her den nachzurüsten. Das sage ich ganz klar. Mhm. Ist nicht gefordert. Wenn der Bestandsschutz greift, bin ich dazu nicht verpflichtet. Aber wir empfehlen es halt, weil es halt irgendwo, es ist ja keine Summe, die dich jetzt killt. Ja? Genau. Du hast gerade 10.000 von Euro so ausgegeben für eine Wohnung und brauchen wir jetzt nicht über 150, 200 Euro für einen FI-Schutz oder 250 Euro, je nachdem, wo ich gerade wohne, gehen die Preise da stark auseinander. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, den FI einzubauen oder nachzurüsten, würde jetzt keine Bedeutung in den Bestandsschutz einzugreifen. Du hast eben, glaube ich, 10% hast du erwähnt, wenn man eine wesentliche Veränderung ist das meines Erachtens nicht. Nein. Nein. Das ist ja auch nur zum Schutz. Ich bin ja auch verpflichtet, im Rahmen des Bestandsschutzes auch zu reparieren. Ja, also ich kann ja nicht einfach alles so lassen, wie es ist. Also reparieren heißt, in Anführungsstrichen reparieren heißt, sicherlich auch, dass dementsprechend überprüft werden muss im Turnus, eben empfohlen wird alle 5 Jahre, ob schadhafte Isolierungen da sind, ob eben schadhafte Kontakte da sind. Ihr müsst euch vorstellen, da läuft ja ständig Strom durch die Leitung. Da werden ja auch diese Kupferleitungen, das Innere quasi eines NYM-Kabels, die werden ja auch ausgedünnt im Laufe der Jahre durch den ständigen Elektronenfluss. So. Und da kann das schon mal passieren, dass dementsprechend dort Kabel beschädigt werden. Und das erkennt zum Beispiel der FI-Schutzschalter. Ne? Und wenn man da keinen hat, ist das halt dementsprechend, kann das durchaus problematisch sein. Allein deswegen würde ich es schon, um ein gutes Gefühl zu haben, schon nachrüsten. Und dann sprechen wir von mit E-Check von vielleicht 400 Euro. Ja, also. Aber ich hab noch einen ganz wichtigen Punkt. Es kommt aber auch vor, man nimmt, man fragt 10 Elektriker und 8 nehmen die Anlage gar nicht so ab, weil sie Punkt 1 irgendwo ein Geschäft wittern oder Punkt 2, weil sie einfach nach ihrer DIN-Norm genau handeln und sagen, da muss ich tiefer jetzt eingreifen und dadurch, dass ich jetzt vielleicht auch nochmal 2, 3 zusätzliche Kabel ziehe, bin ich dann auch schon fast in einer komplett neuen Elektrik. Ne? Also worauf will der Marc hinaus? Das haben wir schon ein paar Mal gehabt, den Fall gehabt, dass der gesagt hat, ja, ist schön und gut, aber mit FI-Schalter einbauen ist es nicht getan. Da müssen wir noch mal ein paar andere Sachen machen. Ich meine, beide Seiten haben recht. Ja? Ich muss natürlich schon zusehen, wenn ich jetzt hier, stellt euch Folgendes vor, ich brauche für die Küche aktuell so im Schnitt, Pi mal Daumen, ja, 3 16 Ampere Sicherung für den Herd. So, ich brauche dann dementsprechend für den Durchlauferhitzer, für den Trockner, für die Spülmaschine, für die Waschmaschine, falls die alle in der Küche ist, jeweils immer einen separaten Stromkreislauf. Ja? Da sind wir mindestens bei 6. Ich brauche für die Mikrowelle heute einen separaten Stromkreislauf, bin ich bei 7. So, Wasserkocher, alles über 2000 Watt. Und wenn ich jetzt Wasserkocher und Toaster zusammenlaufen lasse, dann habe ich über 2000 Watt, wiederum eigener Stromkreislauf. 8 und normales Licht etc. pp. Also es können durchaus mal 9 bis 10 Sicherungen, Absicherungen, Kreisläufe schon allein schon für die Küche draufgehen.
und dann bin ich hier schon fertig. Ja? Und das ist ein Punkt, da muss geklärt werden mit dem Mieter rum und meines Erachtens auch im Mietvertrag verankert werden, wenn ich jetzt den Bestandsschutz ziehe als Argument, dass er dementsprechend auch das so lebt, wie es ist, und dann dementsprechend eben zusieht, dass er nicht so viel Stromverbrauch in der Küche hat, adäquat zur Elektrik. Weil ansonsten haben wir wieder das Problem, dass wir das Stromnetz quasi innerhalb der Wohnung überlasten und dementsprechend dann durchaus dann es zu Schadhaftigkeiten, zu Schmorbrennen etc. führt. Ich habe euch so verstanden, ihr führt den E-Check nach Kauf erst durch. Also ihr bewertet vorher nach eurem Ermessen oder nach eurem Einschätzungsgefühl und nach dem Kauf führt ihr dann den E-Check durch. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, also sinnvoller für die Kostenkalkulation für einen Laien jetzt, der jetzt vielleicht gerade damit anfängt, wäre es natürlich, das durchaus schon Vorkauf zu tätigen. Ja? Also Du meinst eine Bestandsaufnahme zu machen, ja, also, um zu sehen, um das abschätzen zu können. Wobei da bin ich auch wieder beim Markt, da müsste man auch schon mindestens zwei Meinungen einholen, weil dementsprechend immer passieren kann, was Marc gerade beschrieben hat, von wegen, hier muss ich alles erneuern, ja, also da macht es immer Sinn, dementsprechend, es kann ja auch mal sein, ja, es ist nicht von anzuweisen, dass man mal eine Elektrik, wie gerade gesehen, in dem ersten Fall komplett erneuern muss, aber eben oftmals eben nicht, sodass eine zweite Meinung Sinn macht. Jetzt gibt es da verschiedene Zeitabschnitte, wo das in Frage käme für den, der sehr, sehr unsicher ist und das eben nicht weiß, wie er das berechnen soll. Da hätten wir einmal sicherlich, wenn wir zu verbindlichen Kaufsignale dementsprechend vom Käufer eben ausgestrahlt werden, dass man dann sagt, so, ich habe ein verbindliches Angebot abgegeben, das wurde angenommen prinzipiell. Wir stehen kurz, also mündlich angenommen oder schriftlich, wie auch immer, aber eben nicht beurkundet. Und wir stehen kurz vor der Beantragung des Kaufvertragsentwurfs, weil dann wird es ja schon etwas verbindlicher, dann würde ich schon in dem Zeitraum zwischen Kaufvertragsentwurf und Beurkundung des Kaufvertrages mit dem Verkäufer vereinbaren, dass man schon Maßnahmen durchführen kann. Oftmals funktioniert das. Manchmal stößt man ein bisschen auf Granit, dass man dementsprechend noch nicht rein darf, weil die Angst haben vor Verböserungen innerhalb der Wohnung, dass man da irgendwas Schlimmes vornimmt. Auch das kann man aber alles sicherlich in der Regel durch Kommunikation gut aushebeln. Wir haben da nie Stress mit, wir können immer vorher rein, deutlich vorher rein, auch nicht erst ab Beurkundung oder Ähnliches. Wer verhandelt und wer kommuniziert, gewinnt, wie immer im Leben. Und dann würde ich sicherlich die einzelnen Kapazitäten, unter anderem eben, wenn ich nicht genau weiß, was das kosten kann, auch dann schon einen Elektrikermeister da konsultieren und hier mal prüfen, was Sache ist. Das ist sicherlich sinnvoll und nicht zu warten, bis ich den Kaufvertrag beurkundet habe oder gar, was für uns ja noch viel schlimmer ist, weil dann haben wir noch mal 4 bis 6 Wochen oder länger verloren bei Kaufpreiszahlung, wo dann eben alle Rechten und Pflichten übergehen. Das ist für uns einfach vertane Zeit, da sparen wir schon eben aus unserer Sicht 2 Monate. Das heißt aber, ihr würdet jetzt in dem Falle, je nachdem, was die Prüfung dann ergibt, einfach die Ärmel hochkrempeln und dann selbst das Problem einfach in die richtigen Bahnen lenken und auch beheben lassen. Es wäre jetzt aber nicht, dass der Kaufpreis oder dass der Notartermin da in Frage gestellt wird, wenn dann jetzt was rauskäme. Gut, du kaufst in der Regel ja wie gesehen. Ja, also das heißt also, man besichtigt das Objekt, wenn da jetzt nicht gerade im Exposé steht, Elektrik wurde komplett erneuert und sie ist Asbach uralt, auch das wäre kein Hindernisgrund. Wenn es natürlich im Kaufvertrag dann drinsteht, ist es schlecht für den Verkäufer. Aber das ist sicherlich ein Punkt, wenn da Diskrepanzen entstehen zwischen Exposé und Besichtigung, dass man durchaus auch als Käufer darauf hinwirken sollte, wenn doch der Verkäufer sich so sicher ist, dass das alles neu und picobello ist, dann auch aufnimmt in den Kaufvertrag. Ja? Das ist sicherlich ein Punkt, wo ich dann eben, wenn ich checken kann, wie ist der Ist-Zustand mit entsprechender Kapazität, dass ich dann in der Beurkundung sicherlich nochmal ein Argument habe,
falls da eben jetzt dementsprechend andere Formulierungen aufgenommen worden sind und da Diskrepanzen entstehen, die durchaus zu einer neuen Verhandlung führen können. Also das hatten wir auch schon häufiger der Fall. Vielleicht nicht unbedingt im Rahmen der Elektrik, aber grundsätzlich macht das immer Sinn, jemanden mitzunehmen, der da bis zur Kaufvertragsunterzeichnung sich das Objekt anschaut, setzt natürlich voraus, dass man eben Zugang bekommt, ist aber in der Regel aus unserer Sicht unproblematisch. Wenn sich jetzt aber herausstellt, wir müssen eine Teilsanierung vornehmen oder gegebenenfalls eine Komplettsanierung, wo liegen wir denn da bei den Kosten? Also mal vielleicht auch hier angefangen von der Spannbreite. Wir haben einmal gesehen, Aufputzleitung, Drehsicherung, also wirklich, es muss alles raus bis hin zu, wir ziehen einfach neue Leitungen oder wir ziehen neue oder wir bauen neue Automaten rein, bringen das einfach auf den aktuellen Stand. Ja, die Kosten als solches im Fall 1, also mit den Drehsicherungen, diese schöne alte, die also eben größer 40 Jahre ist, und Leitung auf Putz, wo mit großer Sicherheit hier auch eben der Bestandsschutz erloschen ist, wird sich auf etwa 60 bis 80 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche beziffern lassen. So. Das heißt also, bei 60, 70 Quadratmeter werde ich dementsprechend irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro Minimum an Kosten haben. Wobei du dann nur eine Standardelektrik hast, ne? Da hast du nur eine Standardelektrik. Da musst du ja auch noch unterscheiden. Ganz genau, ja. Aber auch neue Unterverteilung, neue, also Leitungen. Genau. Unterputz, alles neu gezogen, genau. Die Schlitze gezogen. Ja, wir empfehlen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, also klar, in München wird dir wahrscheinlich auch 6.000 bis 7.000 Euro kosten. Ne? Ich spreche jetzt einfach mal vom Durchschnitt. Die haben auch andere Lebenshaltungskosten und so. Ne? Das ist doch eine ganz klare Sache. Wir empfehlen, man darf bis zur Unterverteilung, ja, darf ja jeder im Prinzip eine Erneuerung vornehmen, wenn er sich dementsprechend an die Normen hält. Ne? Grundsätzlich ist ein Trockenbauer da sehr versiert, wenn er da schon einige Erfahrungen damit hatte, dann können die das auch machen. Entschuldigung, das heißt, jetzt nicht nur die Schlitze ziehen und Leitung verlegen, sondern auch schon alles verkabeln bis hin zur Unterverteilung selbst. Die Unterverteilung selbst darf man nicht anfassen. Die obliegt natürlich nur dementsprechend dem Meister. Die macht auch sinnvollerweise, es macht natürlich auch Sinn dementsprechend, dass man das mit dem Meister auch abspricht. Sonst gibt es da Äpfel mit Birnen. Aber dementsprechend kann man beispielsweise das Schlitzen als solches, also Schlitzen, alte Leitung raus. Auch das ist schon ein Punkt, der mich mit Sicherheit schon 1.000, 1.500 Euro sparen lässt, wenn ich das selbst mache. Oder wenn ich das eben nicht einen Elektrikermeister machen lasse, sondern vielleicht einen Trockenbauer machen lasse. Da sind dann eben dann vielleicht nicht 25 bis 30 Euro die Stunde. Also der Trockenbauer wirft diese Summe auf, sondern dann bin ich eben bei 65 bis 80 Euro die Stunde, die das Ganze aufwirft. Und da kann ich halt schon Geld sparen, wenn ich das versuche zu separieren. Die Frage ist, ob ich das schaffe, ob ich einen Partner finde. Und deswegen ist es halt immer wieder erforderlich, dass man mit mehreren Elektrikerbetrieben spricht und sagt, pass mal auf, ich habe momentan jetzt auch von der Bank nicht so viel Geld zur Verfügung. Wir müssen hier wie eine Lösung finden. Ob es der Fall ist oder nicht, spielt ja gar keine Rolle. Ich will ja Geld sparen. So, und dass man dementsprechend sagt, ich möchte gern hier irgendwo die Sache etwas auseinanderfahren lassen, was ich machen kann und was du machst. So, das ist ganz wichtig, dass man auch da wieder Kommunikation mit den Leuten spricht und sagt, ich kann selber die alte Leitung ausgraben, so dementsprechend, und dann traue ich mir nichts mehr zu. Oder ich kenne dann dementsprechend in meinem Netzwerk einen guten Trockenbauer, der da auch kompetent und sachgemäß arbeitet. Und dann zumindest schon mal die Vorbereitung, Leitung, Steckdosen, Kontakte initialisieren kann. Aber wie gesagt, in Absprache mit dem Meister. Das muss man natürlich auch erstmal finden, Betrieb, der sich darauf einlässt, weil die wollen alle Geld verdienen und dementsprechend nicht immer nur natürlich vollumfängliche Aufträge abwickeln. Deswegen ist es halt erforderlich, aus meiner Sicht, wenn man Geld sparen will, dann muss man halt sich eben mit mehreren Betrieben auseinandersetzen, bis man den richtigen findet. Und das kann halt mal ein bisschen Arbeit sein, wird sich aber im Endeffekt einfach niederschlagen, kann ich schon mal eben ein paar tausend Euro sparen. Das ist einfach so. Also
nehme auch hiermit Elektrik auch eher als Chance. Also Schritt 1, ein E-Check, einmal einen Überblick zu bekommen, was ist da eigentlich Sache? Bestehen Gefahren, was muss getauscht werden? Reicht es da, Teilerneuerung vorzunehmen oder Automaten auszutauschen? Oder muss einfach tiefer eingegriffen werden und die ganze Elektrik ausgetauscht werden? Wir haben ja eine Indikation zu den Kosten bekommen und auch da ein Hinweis, dass wenn man, ich sag mal, Experten an der Seite hat, die jetzt nicht an die Unterverteilung rangehen, dass man da durchaus auch Kosten sparen kann, wenn man jetzt selbst die Schlitze zieht, aber alles in Absprache mit einem Elektrikermeister. Korrekt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende des zweiten Videos. Ganz herzlichen Dank. Ich denke, das war sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben viel gelernt zu Elektroinstallation und vor allem auch dann, wann man da Hand anlegen muss. Und wenn wir jetzt das nächste Mal Wohnungen besichtigen, ja, dann werfen wir auf jeden Fall einen Blick in den Sicherungskasten und können das mit einem anderen Augenmerk auch bewerten. Hoffen wir. Sehr gerne.